Hi Leute, wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Everyday Make-up Look geschminkt habe, dann bleibt auf jeden Fall bis nach dem Intro dran. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein Everyday Make-up, weil es sich erstens von euch gewünscht wurde und zweitens, weil ich glaube, dass ich sowas noch gar nicht gemacht habe. Die Foundation werde ich heute allerdings mal aufnehmen, und zwar, weil ich ein neues Produkt testen möchte, was mir zugeschickt wurde. Und zwar dieses Produkt hier. Das ist ein Gesichtsserum, und zwar von der Firma Skinkiss. Das ist, glaube ich, eine neue Firma, die jetzt ihr erstes Produkt rausgebracht hat. Und da dachte ich, ja, das kann ich doch gleich mal jetzt in dem Video austesten. Ich habe es vor ein paar Tagen bei meinem Freund zu Hause schon mal drauf gemacht. Ich habe halt echt gemerkt, wer meine Insta-Story gesehen hat, da habe ich das Ganze auch First Impression mäßig gemacht. Und sie war danach direkt mega weich, hat auch so ein bisschen gespannt, aber das ist auch, weil es so eine Art Anti-Aging-Produkt ist. Und es ist halt auch richtig gut für Leute, die mit Akne und Pickeln zu kämpfen haben. Deswegen, wenn ihr Akne oder Pickel habt, dann probiert das vielleicht einfach mal aus. Ich packe euch den Link zum Produkt in die Beschreibung, kann man leider nur auf Amazon kaufen. Es ist auch tierversuchsfrei. Und mir wurde gesagt von denen, dass es auch rein pflanzlich ist, also ja eigentlich vegan, wo ich mir jetzt aber nicht mehr sicher bin, weil hier hinten halt auch drauf steht in den Ingredienzien Marienkollagen, in Klammern Fisch, also wahrscheinlich was vom Fisch, demnach wahrscheinlich nicht vegan, kann ich also nicht so genau sagen. Ich werde das jetzt auch mal austesten, wie gut das als Primer vor dem Make-up ist, weil so kann man das auch anwenden. Ich komme noch nicht so klar mit diesen pipettenartigen Auftragetechniken. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Mir läuft ehrlich gesagt beim Auftragen immer alles auf die Klamotten. So, jetzt habe ich es aufgetragen, jetzt merke ich direkt, wie es ein bisschen spannt. Da ich das hier jetzt als Primer schon aufgetragen habe, werde ich keinen anderen Primer mehr benutzen, sondern gehe jetzt gleich zu meinem Korrekturstift von NYX über. Und zwar, um etwas gegen Rötungen im Gesicht vorzugehen. Ah, ist so krass, wie dieses Serum einfach sofort in die Haut einzieht. Sobald man es drauf macht, die Haut ist einfach babyweich. Als nächstes kommt der Fit Me Concealer von Maybelline in der Farbe 10. Und damit decke ich jetzt erstmal meine bläulichen Augenringe ab. Und dann nehme ich die Fit Me Foundation von Maybelline in der Farbe 105. Ich habe mir aber schon eine neue Foundation bestellt, die ich unbedingt mal ausprobieren will. Total Control Drop Foundation von NYX. Weil ich halt komplett zu tierversuchsfreien Produkten umsteigen möchte und NYX ist ja tierversuchsfrei. Das ist so heftig. Nach diesem Serum sieht man einfach keine Pore mehr. Jetzt kommt mein Manhattan Wake Up Concealer in der Farbe 091 Natural. So, jetzt feuchte ich noch schnell mein Make-up-Eye an und dann wird es eingetupft. Jetzt nehme ich mein Nude Illusion Loose Powder in Transparent Matt von Catrice und dann trage ich da, wo ich mein Concealer gerade aufgetragen habe, erstmal mein Baking Puder auf. So, während das Puder setzt, mache ich jetzt erstmal meine Augenbrauen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Augenbrauen wirklich jeden Tag mache, dann klickt auf die Infokarte, da werde ich euch meine Augenbrauenroutine verlinken. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, meine Augenbrauen sind fertig und jetzt konturiere ich mein Gesicht. Und zwar wie immer mit der NYX Highlight und Contour Pro Palette. Zuerst konturiere ich in diesem kühlen Braunton. Und highlighte dann in diesen Ton und unter den Wangenkonturen, um sie noch ein bisschen schärfer zu machen, highlighte ich mit diesem Ton. Jetzt gebe ich ein bisschen Farbe in mein Gesicht und zwar mit Rouge. Und zwar nehme ich da das Blush Up, Powder Blush von Essence in der Farbe 10 Heat Wave. Und jetzt highlighte ich mein Gesicht und zwar mit der Sleek Cleopatra's Kiss Palette. Und zwar benutze ich für Nasenrücken und Lippenherz Delta und für überall anders nehme ich Goddess.
So, jetzt geht's ans Augen-Make-up und da nehme ich diesmal, glaube ich, die Mrs. Bella Palette von BH Cosmetics. Dafür zoome ich euch mal ein bisschen näher ran. Zuerst prime ich mein Lid ein bisschen mit der Farbe Undressed. Dann gebe ich die Farbe 50-50 über meine Lidfalte. Mit Whatever gehe ich noch tiefer in meine Lidfalte rein. Und nach außen hin blende ich alles nochmal mit Pure aus. So, jetzt nehme ich mir wieder meinen Wake-Up Concealer von Manhattan und bereite eine Art Cut Crease vor. Ganz einfach, weil ich mir irgendwie gerade jeden Tag eine Cut Crease mache. Ich habe das gerade so ein bisschen für mich entdeckt. So, und auf die Mitte dieser Cut Crease geben wir jetzt erstmal Glam Cocoa. Für den inneren Winkel meines beweglichen Lides nehmen wir jetzt Bella. Und dann gibt es ja noch Lumos und den können wir toll als Highlighter in den inneren Augenwinkel und unter die Augenbrauen nehmen. Dann gehen wir nochmal in Whatever und gehen hier im äußeren Teil des Augenwinkels nochmal rein. Jetzt machen wir noch Eyeliner drauf und zwar nehme ich immer den Catrice Eyematic Dip Liner in Waterproof. So, und jetzt trage ich noch Mascara auf. Und zwar nehme ich da immer die Glam & Doll Mascara von Catrice. So, und das wäre es eigentlich auch schon. Jetzt würde theoretisch nur noch Lippenstift kommen, da nutze ich meistens Liquid Lipstick. Heute nehme ich mal den NYX Lingerie in der Farbe Bedtime Flirt. Und zum Setten benutze ich jetzt das NYX Matte Finish Setting Spray. So, und für gewöhnlich wäre es das jetzt auch schon, aber wenn ich früh mal wirklich viel Zeit habe, was eigentlich fast nie der Fall ist, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil das ein YouTube-Video ist und für YouTube-Videos sieht es einfach viel schöner aus, wenn man das macht, falsche Wimpern ankleben. Und zwar als falsche Wimpern benutze ich immer die Adele Professional Lashes Natural. So, ich wollte dieses Video eigentlich Natural Everyday Make-up nennen. Das kann ich jetzt wohl vergessen. Wenn euch dieses Video und dieser Look gefallen haben, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Kommentiert mal, wie aufwendig euer Everyday Make-up ist. Ja, mich würde es auf jeden Fall wieder sehr unterstützen, wenn ihr das Video teilt. Und schaut auf jeden Fall mal bei meinen letzten beiden Videos vorbei, denn das waren die Halloween Specials. Und ja. Da habe ich mir wie immer mega viel Mühe gegeben und die werden einfach nicht geklickt. Also wäre cool, wenn ihr die auch teilen könntet. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Videos, bei denen ich mir am meisten Mühe gebe, dafür interessiert sich niemand und die werden nicht geklickt. Ja, und wenn ihr noch nicht Teil der Community seid, dann drückt auf jeden Fall auf Abonnieren. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Bye!